Herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2. Hier an meiner Seite ist der liebe Hiski. Das ist das erste Projekt mit uns beiden und er schießt mich ab oder hat mich gerade. Oh. Ich glaube, das. Ich will nur weg, Hilfe! Jetzt schon so schlimm. Ich laufe dir einfach mal hinterher. Ansichtsvergrößerung. Oh. Hi, ich bin Hiski. Ich weiß nicht, warum ich gewunken habe, ich habe keine Kamera. Ach, das kenne ich. Wie man vielleicht sieht, ich habe Portal 2 ein bisschen gespielt. Ein bisschen. Jede einzelne Kammer. Hm. Echt? Ach, du kennst hier schon? Ah, alles? Ja, ah. Ich kenne ja alles. Ach, da oben sieht man das. Ah, ja, interessant. Ich weiß nicht, warum bei dir die letzte Kammer orange ist. Und ich liebe Portal 2 in der Hinsicht deswegen. Das ist sehr interessant, stimmt. Ich finde das super. Das ist schon irgendwie putzig, ja. Aber werden wir jetzt modifiziert? Wir werden auseinandergebaut. Das finde ich irgendwie. Ach, ich bin jetzt die schmale Spitze da. Schmale Spitze. Das dünne Ei. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Okay. Ach, Teamarbeit. Ja, die Menschen, die können das nicht. Die Idioten. Muss ich da hin? Vielleicht musst du durch. Ach, vielleicht, warte mal. Ach, du hast ein Portal geschossen. Warte mal. Ja, damit du dann durch kannst. Warte. Ah, nee, doch, ich habe eine Idee. Es ist ewig her, dass ich es zuletzt gespielt habe, von daher sind meine Ideen auch nicht ganz so. Ja. Gehst du doch mal bitte aufs andere? Das da? Genau. Und sollte ich die hier Blut doch. Genau. Easy. Wow. Meine gar Punkte. Kein Problem. Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Tally geht dachte, nur einer in die Geschichte ein. Ich habe mal gehört, dass es da irgendwie Easter Eggs geben soll, aber ich habe die nie entdeckt. Vielleicht ist es einfach nur eine falsche Erinnerung. Ja, ich habe Portal 2 leider nie gespielt. In einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Weiß nicht, andersrum? Ja, auf jeden Fall, ja. ich kann mir aber gut vorstellen, dass es hier welche gibt. Ja. Wie zum Beispiel das. Dann kannst du dann schwimmen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wie das Braune, das sieht ein bisschen aus wie Kacke. Oh. Du könntest dann schwimmen, wenn du dich aus Elektrizität bestehen würdest. Ja, ich glaube, dass ich glaube, ich lasse das lieber. Hier ist kann man. Nee, da kann man nicht rein. 5 Kollaborationspunkte. Wieso hätte ich Punkte? Ich habe doch nur den Knopf gedrückt. Einfach weggeschossen. Achso, muss ich darüber? Vielleicht. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Wenn du übrigens Tab drückst, kannst du meine Sicht sehen. Boah, das ist. Okay, also das ist ein geiles Feature. Und jetzt bitte das gelbe Portal bei dir irgendwo hinschießen. Ups, das war das Falsche. Ja. Gesser. Also das mit deiner Sicht ist ja so unglaublich cool. Jetzt will ich mich einmal auf den Knopf stellen und dann geht's nicht. Das ist kein Knopf. Also müssen wir hier gleichzeitig drücken? Nee. Ah. Kreis X. Ah, wie war das nochmal mit den R? Nee. C, V, Y, X, T. Nee, hier ist Chat. Es gab doch eine Taste für. Ah, Q gedrückt halten. Nee, nur Q. Nee. E, R, A.
Oh, Emotes. Ja, es gibt Emotes. Pew. Aber es gibt auch ein Time. Hey. Boah. Das ist ja geil. Wie war das jetzt nochmal mit, also falls man bei mir irgendwann ab und zu Krach hört, ich habe hier zwei kleinen Katzen und die sind ein bisschen, ne? Katzen dürfen das. Weil wenn wir das denen verbieten, dann glaube ich, leben wir nicht mehr so lang. Hm. Müssen wir das da oben in der richtigen Reihenfolge machen? Nee, es sind Timer-Geschichten und wir müssen einfach nur rechtzeitig sein. Deswegen, es gibt so. Es gibt an sich eine Markierung. Ach, mit F? Ah. Und da gibt's auch einen Timer. E. Ja, okay, bei mir. Ja, ich hab's anders herum. Ach, nee, ach, Quatsch. Markieren, okay. Ja. Er ist auch auf F bei mir. Ne? Ich kann hier jetzt sagen Timer. Und wenn der Timer unten ist, dann zwar dann die Knöpfe drücken. Ja. Oh, jetzt warst du ein bisschen schneller als ich. Ist nicht so wild. Hauptsache, die sind alle in der Zeit. Ey, ich hab meinen Ball gefunden. Mein anderes. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Genau, dank dem einen, der die ganze Arbeit übernimmt. Und das bin ich. Das stimmt. Es muss ja immer jemand dabei sein, der einfach nur dabei ist. Genau, du bist einfach nur die Unterhaltung. Du bist die moralische Unterstützung. Das Sidekick. Dieses Ei. Sofern Kommunikation, boah, ich bin Spitzkopf Larry. Gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell tödlich. Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Herausforderung. Warum läuft mein Spiel gerade so flüssig? Ah, jetzt. Soll ich das da drauflegen oder was? Du kannst es ja mal versuchen, mit dem Laser zu kombinieren. Laser? Oh. Ah. Kannst es auch loslassen. Und dann kannst du deine Portale richtig schießen. Und dann haben wir das Rätsel gelöst. Ups. Nee. Aha. Und jetzt rüber jumpen. Ich kenne auch eher Menschen, die das daran machen würden. Ja. Ja. Ich mach das anders, ich bin speziell. Ich merk schon. Hupala. Mein Ei wurde geklaut. Erfassen diese Kameras Momente höllischer Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Wenn die Testsubjekte überlebt haben, könnten sie die Fotos für $5 kaufen. Starben sie, erhielten ihre Angehörigen die Bilder kostenlos. Cool. Die Fotos waren nicht so beliebt, also erhielten die Kameras einen neuen Zweck. Oh! Aua! Bringst du mich einfach um? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du direkt stirbst davon. Oh Mann. Ja, das gibt Rache. Oh, oh. Okay. Ist schon ein bisschen heiß. Ach, der Laser geht da durch? Monster. Ja, Wahnsinn. Die gehören zu uns. Ach, Ivo. Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Oh. Das macht der Schalter. Das war gruselig. Ich kann ja nicht durch Glas schießen, stimmt. Na, was machst du da zwischen meinen Beinen? Käferkatzen. Warte, wir müssen auch noch da durch. Das heißt, du musst mal ein bisschen Portale schießen. Ja. Oh. Perfekt. Ich habe keine Hilfe gebraucht. Ja. Doch nicht. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen.
Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Natürlich sieht das für unseren lieben Tanamo so gut aus. Ja. Sehe ich genauso. 10 von 10 Punkte für Sidekick. Nice. Das heißt, ich bin bald so gut, dass ich meinen Helden wechseln kann. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Ich glaube, das ist falsch. Tja, einer muss da rein. Okay, willst du da rein? Ah. Okay. Ui. So geht's auch. Gehen Sie weiter. Einmal weiter. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Und jetzt wieder zurück, oder wie? Nee, du, hinter dir ist eine Wand, da machst du ein rotes Portal dran. Wow. Obala. Und dann gäbe es halt auch funktioniert. Ist auch okay. Sehe ich gerade. So, jetzt kannst du einmal runterspringen und da ist ein Portal. Ah. So, was machen wir mit dieser Spielzeugkugel? Ecke? Vielleicht haben wir ja irgendwo einen Laser. Stimmt, vielleicht einfach mal zurückgelaufen. Ich bin mir allerdings unsicher. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder... Oh, können wir die Farben tauschen? ...in euer Endergebnis ein. Nein. Schade. Du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Oh. Wieso das? Das werde ich niemals erfahren. Die sind ganz schön gemein. Ja. The cake is a lie again. Ach, ich heiße Peabody, oder wie? Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Und die Atlas. Aber wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen. Wieso? Also, okay. Mit dem Namen Atlas habe ich so meine Probleme, ne? Bioshock und so. Du warst schon nicht der beste Helfer. Also anfangs schon, aber dann... Oh! Gut, ich gewinne doch. Haben wir geklärt. Ich nehme den Würfel mit und gehe. 5 Kollaborationspunkte. Ich weiß nicht, ob ich dir da vertrauen will bei dem Rätsel. Oh. Okay, das geht so. So geht's natürlich auch. Immer höher, immer höher, immer höher, 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 höher. Stimmt. Ich sollte das eine vielleicht erst mal zu Ende machen, bevor ich zum nächsten übergehe. Okay, ich glaube, jetzt hast du genug, oder? Ja, sollte. Ha, Freiheit. Aua. Muss ich da hin? Das ist wichtig. Ah, nee. Du musst jetzt in mein Portal. So, muss ich das? So. Naja, perfekt. Ich bin einfach zu dick. Okay. Hast du gut gemacht. Stolz auf dich. Wenn ich was kann, dann hinterherlaufen. Diese Tests sind wie für dich gemacht. Ganz im Ernst, die Wissenschaft liegt dir. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mich verarscht. Wieso? Ich weiß nicht, das klingt sehr sarkastisch. Ach, wie froh, Sklados. Sag nur die Wahrheit. Mhm. Im ersten Teil hat sie mir auch nur die Wahrheit gesagt. Natürlich. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Aber ich muss die Kampagne vom zweiten dann auch noch spielen. Anders. Also, soll ich so machen. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es.
Hier, also bei den Gebieten verlaufe ich mich immer, jedes Mal. Weil es ist so schwer zu sehen, wo es hier weitergeht. Ich hab schon, glaube ich. Oh, ja gut, ne? Siehst du, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ah, hier, wir sollen ihr nicht vertrauen, steht da. Okay, ich vertraue ihr. Ich auch. Okay. Weil irgendein Fremder hat das da hingeschrieben. Das könnte ja jeder behaupten. Huch. Ach so. Ah, okay, okay. Oh, na gut. So geht's auch. Große Disk. Ist hier ein Disk-Abspielgerät? Ja. Ach da. Das muss erstmal aus der Sicht des anderen sehen. Zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen. So bescheuert. O1. Ach, du siehst es gar nicht. Doch, ich sehe es, aber ne? durch Tab sieht man es nicht. Ah, jetzt. Yes. Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Haben wir das war sehr schmerzhaft. Nö. Das gehört zur Show. Ah, ich verstehe. Genau. Huch. Ja, das war. Die alle Teststrecken abgeschlossen haben, wurde Ihnen die Sicherheitsstufe C zugewiesen. Sie haben jetzt Zutritt zu allen Teststrecken sowie zu drei unserer 176 Pausenräume. Ja, das 96.000 1000 Schritte hast du schon hinter dir. Echt? Das steht da oben. Cool. Krass. So, ist die Frage, wie du deine Folgen aufteilen willst. Ich mach das, also entweder Abschnitt für Abschnitt oder halt klassisch 20-30 Minuten. Ich würde es Abschnitt für Abschnitt machen. Ah. So habe ich es zumindest gemacht. Hat man so, ne, die auch die Folgennamen relativ einfach. Hast du Teamaufbau, dann hast du Masse und Geschwindigkeit oder stimmt. Transportschächte. Wie viele Level gibt es eigentlich hier, die so viele Punkte wieder oben sind, oder wie? Das ist pro Abschnitt, ja. So, pro Abschnitt. Mal jeweils. Der Transportschächer zum Beispiel mehr. Ne, es werden noch mehr, aber es gibt 3, 4, 5, es gibt 6 insgesamt. Ah. Aber je nachdem, wie kompliziert und so, das streckt es dann wahrscheinlich. Ja, du hast mich dabei, von daher sollte es nicht so lange dauern. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich das so, wie du es gesagt hast, mit Abschnitt ist gleich eine Folge. Weil dann kann man das auch am besten, glaube ich, einteilen. Richtig. Achso, das ist das zweite, stimmt. So. Achso, ja genau. Dann gehe ich nochmal kurz hier raus. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Portal 2 hier mit Hiski. Mach's gut, Cheerio. So, dann.